Narayanaya. Om Namo 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 Narayanaya. Stimmung auf die Meditation rezitiere ich aus dem Sri Suktam, aus dem Rig Veda. Anrufung der Energie von Lakshmi für Harmonie, Herzensöffnung und reichen spirituellen Segen. Om Hiranyavaranam Harinim Suvarna Rajatas Rajam Chandram Hiranmayim Lakshmim Jata Vedoma Abaha Tama avaha jata vedo lakshmi manapakaminim yasyam yaranyam vindyam gamashvam purushanaham ashvapurvaratamatyanastinada prabodhinim shriyam devim upahvaye shriyama devi jushatam kam sosmitam yaranya prakaramatram chvalantim triptam tapayantim Padme stitam padmavanam tami hopa vaye shriyam chandram brabhasam yashasachvalanti shriyam loke deva jushtamudaram tam padmini ghum sharanam maham prapadye lakshmi manashyatam dvam vrine aditya varne tapasodi jata vanaspadistava vrikshada bilvaha tasya palani tapasanudantumandas chabakhya lakshmihi Upaitu mam devasakaha kirtischam nasaha Pradur buddhos mirashtresh mim kedem radam dadatume Kshutpi pasa malam jeshtamalakshmi nashayam yaham Abhudimasam radam chas sarmdem ekrahad Gandhatva randrada shanitya pushtam karishanim Ishvarigum sababhutanam tami hopa vayeshrayam Gandhan dvarayami ya evam veda om mahadevye cha vitmahe vishnupatnye cha dhimahi tanno lakshmi prachodayat. Sitze ruhig und gerade für eine Form der Chakra-Energie-Meditation. Wirbelsäule aufgerichtet, Schultern entspannt, Kiefergelenke entspannt, Augen entspannt. Bitte, Körper und Geist, in den nächsten 20 Minuten ruhig und entspannt zu sein. Ah.
Atme ein paar Mal tief mit dem Bauch ein und aus. Atme 3 bis 4 Sekunden lang ein. Atme 3 bis 4 Sekunden lang aus. Beim Einatmen geht der Bauch hinaus. Beim Ausatmen geht der Bauch hinein. Atme weiter tief ein und aus. Sei dir bewusst, diese Chakra-Energie-Meditation aktiviert die verschiedenen Energiezentren. Verschaff dir Zugang zu verschiedenen Kräften in dir und öffne dich zu einer höheren Wirklichkeit. Zunächst konzentriere dich auf das Muladhara-Chakra, Wurzelchakra, im Beckenboden-Steißbeinbereich. Wenn du visuell veranlagt bist, kannst du dir Wurzeln vorstellen, die über die Beine in den Boden hineingehen und dich so verankern mit Mutter Erde. Wenn du ein persönliches Mantra hast, kannst du das Mantra wiederholen oder wiederhole geistig: Ich bin gut verwurzelt. Ich bin gut verwurzelt. Komme zum Svadhisthana Chakra, Wasserchakra, Kreuzbeingegend, Kreuzbein- und Beckenbereich. Du kannst dir dort eine Quelle vorstellen, die sprudelt. Quelle von Wasser, Quelle von Kreativität. Wenn du ein Mantra hast, sprich das Mantra im Beckenbereich. Spüre die Kraft des Mantras im Chakra. Oder konzentriere dich auf Kreuzbein- und Beckenbereich und wiederhole geistig: In mir sprudelt die Quelle der Kreativität. In mir sprudelt die Quelle der Kreativität. Komme zum Manipura Chakra, Lendenwirbelsäule und Bauchbereich, Feuerchakra, Sonnenzentrum. Du kannst ein Feuer im Bauch vorstellen, wie ein Lagerfeuer, oder du kannst dir die Sonne vorstellen, die vom Bauch her strahlt. Du kannst dein Mantra wiederholen. Oder du kannst wiederholen: In mir lodert das Feuer des Enthusiasmus. In mir lodert das Feuer des Enthusiasmus.
komme zum Anahata-Chakra, Brustwirbelsäule, Herzgegend. Sitz des Luftelementes, Sitz von Liebe und Freude. Du kannst dir vorstellen, dass du über das Herz verbunden bist mit allen Wesen. Du kannst dir dort auch eine wunderbare Lotusblüte vorstellen, wie eine Seerose, die sich öffnet und immer weiter wird. Symbol für die Weite des Herzens, das Öffnen und die Schönheit und Freude. Wiederhole dabei ein Mantra. Oder wiederhole: In meiner Tiefe ist Liebe und Freude. In meiner Tiefe ist Liebe und Freude. Bringe deine Bewusstheit zum Vishuddha-Chakra, zur Kehle. Sitz des Ätherelementes, des Raumelementes, der Verbundenheit. Du kannst dir den Weltraum vorstellen. Die Unendlichkeit. Alles ist mit allem verbunden. Alles ist ein unendliches Ganzes. Du kannst ein Mantra wiederholen oder du kannst geistig wiederholen: Ich bin eins mit dem Unendlichen, verbunden mit allen Wesen. Ich bin eins mit dem Unendlichen, verbunden mit allen Wesen. Bringe deine Bewusstheit zum Ajna-Chakra, zum dritten Auge, Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Du kannst dort ein strahlendes Licht dir vorstellen. Vielleicht siehst du auch von selbst verschiedene Farben und Formen, während du die Augen entspannt hältst und bewusst deine Aufmerksamkeit zur Stirn richtest. Da spürst du ein sanftes Pulsieren.
vielleicht eine Öffnung. Sprich dort dein Mantra oder die Affirmation. Ich finde Zugang zu meiner Intuition. Ich finde Zugang zu meiner Intuition. Bringe deine Bewusstheit, deine Achtsamkeit auf die Scheitelgegend, in den Raum oberhalb des Kopfes. Sahasrara Chakra, tausendblättriger Lotus, Symbol für das Öffnen zur Himmelskraft. Du kannst dir wie eine Lotusblüte vorstellen, die nach oben sich weit öffnet. Lotusblüte wie eine Seerose mit vielen, vielen Blütenblättern. Aber du kannst dir ein Licht vorstellen. Ein Licht, mit dem du dich ausdehnst nach oben zur Himmelskraft oder über das du Himmelsenergie in dich aufnimmst. Du kannst dabei auch eine Affirmation wiederholen wie: Ich öffne mich für die höhere Wirklichkeit. Ich öffne mich für die höhere Wirklichkeit. Oder ich bitte um geistige Führung. Ich bitte um geistige Führung. Oder ein Mantra. Sprich weiter die Affirmation oder das Mantra oder genieße ein paar Minuten die Stille von hier und jetzt.
Mantra singen. Jaya Ganesha, Seite 12. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Pai Mam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Rakshamam. Supramanya, Supramanya, Rakshamam. Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Pai Mam. Saraswati, Shri Saraswati, Shri Saraswati, Rakshamam. Jaya Guru Shiva, Guru Hari, Guru Ram. Jaya Guru Param, Guru Sat, Guru Shyam. Advaita Guru Ananda Guru Om. Chit Guru Chitana Guru Chinmaya Guru Om. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Om Namo Bhagavate Sattunataya. Shivananda, 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 Pai Mam. Satyo Deva, Satyo Deva, Satyo Deva, Rakshamam. Om Namo Bhagavate Vishnu Devanandaya. Om Namo Bhagavate Vishnu Devanandaya. Vishnu Swami, Vishnu Swami, Vishnu
Shri Yonaka Rakshama. Anjaneya Paimam Hanumanta 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 Rakshamam Om Jesus Om Buddha Om Muhammad Paimam Moses Om Lao Tse Guru Nana Kachamam Guru Nana Kachamam Om Tat Sat Om Tat Sat Om Tat Sat Om Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Ich möchte gerne mit euch die Nummer 562 singen.
Arjuna. Heute singe ich allein und ich wünsche mit euch die 153 Govinda Narayana singen. Govinda Gopala Narayana.
Ihr könnt das Mantra gleich aufgeschlagen lassen. Ich hätte fast das gleiche gesungen. Das Mantra, was ich singe, das steht nicht im Kirtanheft, aber es sind ungefähr die gleichen Wörter. Es kommen nur noch Sri Krishna hinzu und irgendwann das Maha-Mantra, das Hare Krishna, Hare Rama. Das kriegt ihr bestimmt alle hin. Und das Lied möchte ich gerne dem Senioren-Yoga-Übungsleitern widmen, damit sie ganz viel Freude beim Unterrichten haben. Die haben nämlich heute alle 22 Leute ihre Prüfung bestanden. Wir singen das im Wechsel. Shri Krishna Govinda Gopala Narayana 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 Krishna Govinda Gopala Narayana Krishna Govinda
Shri Krishna Govinda Gopala Narayana Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Govinda Gopala Narayana Sri Krishna Govinda Gopala Narayana Krishna Govinda Gopala Narayana Wochenende ist auch Koop-Center-Treffen. Es gibt ja inzwischen Yoga-Vidya-Zentren an 90 Standorten. Und
Diejenigen, die im Yoga-Vidya-Zentrum haben, können gerade mal aufstehen. Es sind zwar nicht alle 90 da, aber doch einige. Und zwei davon aus Melle, Peter und Devaki werden jetzt uns mit uns etwas singen. Ja, wir freuen uns hier zu sein. Ich möchte mit euch ein Lied singen, was wir selbst geschrieben haben. Das heißt, Folge deinem Herzen. Und es geht darum, dass Gott immer in unserem Herzen wohnt und wir eigentlich nur auf Gott hören brauchen, was wir manchmal eben nicht tun. Aber besser ist, wir tun es und dann freut sich Gott und liebt uns auch zurück. Das ist nämlich das Geheimnis von Bhakti. Einfach, Peter singt vor und wir singen nach, mit mir zusammen. Folge deinem Herzen, folge deinem Herzen, Gott in deinem Herzen, Gott in deinem Herzen, verlasse die Schmerzen, verlasse die Schmerzen, hör die Stimme klar, hör die Stimme klar, folge deinem Herzen, folge deinem Herzen, Gott in deinem Herzen, Gott in deinem Herzen, verlasse die Schmerzen, verlasse die Schmerzen, Gott ist für dich da. Hör die Stimme klar, hör die Stimme klar, Gott ist für dich da, Gott ist für dich da, hör die Stimme klar, hör die Stimme klar. Ich will dienen zu den Füßen des Herrn. 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 Krishna, 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 Krishna. Jesus, Jesus,
Matthias hier? Shambhunath? Wir können die Nummer 171 mit euch singen. Gopala, Gova, Gopala, Devakinandana, Gopala. 171. Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala. Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala. Devakinandana 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 Gopala.
Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala. Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala. Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala. Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala. Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala. Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala. Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala. Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala. Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala. Wir wollen die Bija-Mantras, das Shakti-Mantra, singen. Bija-Mantras sind Mantras ohne konkret übersetzbare Bedeutung, die sich direkt an die Chakras richten, die feinstofflichen Energiezentren. Shyam, 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 Shyam
Klim, 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 Chamundaye, Viche Namaha, Chamundaye, Viche Namaha, Chamundaye, Viche Namaha, Chamundaye, Viche Namaha, Om, Aim, Krim, Klim, 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 Chamundaye, Viche Namaha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Namah Shivaya. Ich will gleich etwas lesen aus einem Buch, das nennt sich Shivananda Upanishad. Es ist ein Buch, das zusammengestellt worden ist aus Briefen von Swami Shivananda und kurzen Zitaten aus seinen Werken. Das hatte Swami Vishnudevananda vor vermutlich 70 Jahren oder 60 Jahren zusammengestellt. Und es nennt sich Upanishad. Upanishad gilt zum einen als die Essenz und zum zweiten gilt auch als die Geheimlehre. Und Upanishad steckt auch drin, zu Füßen sitzen. Upanishad hat also all diese drei Bedeutungen. Zunächst mal, die Upanishaden sind ein Teil der Veden, ist der letzte Teil der Veden, gilt als die Essenz der Veden. Veden sind sehr umfangreiche Bücher, also eigentlich eine Sammlung von Büchern, die über viele Jahrhunderte vermutlich entstanden sind. Die sollen gesammelt worden sein von Vyasa vor über 5000 Jahren. Und der philosophische Teil, das sind die Upanishaden. In den Upanishaden wird gefragt, wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was soll das Ganze? Warum sind wir hier? Habt ihr euch das schon gefragt? Gibt es überhaupt die Welt? Und wenn ja, wie ist sie entstanden? Und wenn nein, warum erscheint sie so? Das sind solche Fragen, die in den Upanishaden stehen und wo die großen Meister dann Antworten geben. Aber nicht so einfach. Die Upanishaden gelten also als Essenz der Veden
Und sie gelten auch als die Geheimlehre. Das ist jetzt erstmal paradox, geheim. Ja, es gibt, die Upanishaden gehören zu den meist gedruckten Büchern. Dann sollen es die Geheimlehre sein. Es bleibt dennoch die Geheimlehre, denn man muss vorbereitet sein, damit man sie versteht. Ansonsten, man kann sie lesen und versteht wenig. Und wie bereitet man sich vor? Und das ist der weitere Ausdruck, zu Füßen des Meisters sitzen. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Demut. Und es ist wichtig, dass wir selbst den Wunsch haben zu lernen und dass wir uns öffnen und dass wir uns dann darum bemühen, die Lehren zu verstehen. Zu Füßen des Meisters sitzen. Es ist heute ein bisschen altmodisch, oder? In der modernen, nachfrageorientierten Welt, wo es so scheint, als ob alle Yoga-Zentren sich um einen bemühen und attraktiv zu erscheinen, wo man im Internet alle Lehren abrufen kann, braucht bloß suchen nach großartiger Guru und dann findet ihr, größter Guru findet ihr auch. Und Yoga Vidya ist ja auch sehr aktiv, alle möglichen Inhalte hineinzusetzen. Dabei müssen wir aufpassen, dass wir nicht in eine Konsumenten- und Unterhalten-werden-wollen-Haltung reinkommen. Und auch, dass wir die Haltung verlieren, wo wir sagen, ja, irgendwo, ich will mich irgendwie wohlfühlen. Yoga Vidya lehrt den ganzheitlichen Yoga, aber es gibt auch eine gewisse Gefahr bei dem ganzheitlichen Yoga. Denn der ganzheitliche Yoga will dazu führen, dass man ein bisschen, dass man gesünder ist, sich besser mit sich selbst fühlt, besser mit seinen Gefühlen und Emotionen umgehen kann, besser mit seinen Gedanken und seinen Motiven umgehen kann, dass man mehr Energie im Alltag hat, dass man zufriedenstellendere Beziehungen hat, dass man erfolgreicher ist in was auch immer man macht. Und dann, wenn wir das alles sind, dann rücken die Fragen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, weit weg. Müssen nicht sein, es kann sein, es ist eine gewisse Gefahr. Es gibt andere spirituelle Wege, da geht es ums Martern des Körpers. Wenn der nicht von vornherein schon Schmerzen hat, dann sorgt man dafür, dass man Schmerzen hat. Und dann versucht man, das Leiden zu überwinden. Im Hatha-Yoga lernt man erstmal Schmerzen zu mindern und anschließend will man jenseits dessen gehen. Das heißt nicht, dass ich jetzt die Yoga-Richtung wechseln will. Es gibt nämlich eine weitere, es gibt natürlich einen Vorteil auch vom ganzheitlichen Yoga. Menschen üben Yoga, um Rückenweh wegzubekommen, um Kopfweh zum Verschwinden zu bringen und so weiter. Mag mal vorübergehend Reinigungserfahrungen kommen, aber mittelfristig hilft Yoga dazu, weniger Kopfweh zu haben. Für die meisten Menschen, die regelmäßig Yoga üben, wird Kopfweh langfristig verschwinden. Rückenschmerzen werden weniger und alle möglichen anderen werden besser. Aber während man das übt, macht man spirituelle Erfahrungen. Und diese spirituellen Erfahrungen, da ist es jetzt wichtig, denen anschließend nachzugehen und dann tiefer gehen zu wollen. Und glücklicherweise ist das Karma auch so, dass wir es uns nicht so ganz gemütlich machen können. Manche von euch, die schon länger auf dem Weg sind, kennen das. Irgendwie hat man alles so halbwegs gemütlich eingerichtet und denkt, jetzt hat man es gepackt. Jetzt haben wir unser Leben organisiert, sodass alles gut läuft. Und dann irgendwas passiert. Sei es, dass das Schicksal irgendwas Schlimmes macht, sei es, dass es einen selbst dazu veranlasst, irgendwas Eigenartiges zu machen. Und sei es unsere Mitmenschen dazu veranlasst, Eigenartiges zu machen. Und dann überlegen wir, warum? Wir können sagen, warum? Damit wir es uns nicht zu gemütlich machen. Dann doch wieder fragen. Inmitten dieser Welt der Veränderungen, inmitten dieser immer wieder leidhaften Erfahrungen, inmitten dieser Enttäuschungen, aber auch jenseits aller kleinen und großen Freuden, gibt es etwas, eine höhere Wirklichkeit, diese ist erfahrbar. Um diese zu erfahren, gilt es,
danach Sehnsucht zu haben. Manchmal wird man überrascht davon. Es gibt gar nicht mal wenige Menschen, die aus heiterem Himmel eine Gotteserfahrung haben oder transzendente Erfahrung. Manchmal kommt das. Aber dann muss man anschließend auch irgendwo schauen, was war das? Und dann bleibt sie nicht dauerhaft, dann gilt es, danach zu streben. Es gilt, danach zu streben und es gilt, mit Demut danach zu streben. Und wenn wir so demütig sind und uns öffnen, das heißt im übertragenen Sinne zu Füßen des Meisters sitzen, dann kann das Wissen und die Weisheit fließen. Und irgendwo ist all das in diesem Buch drin. Das ist natürlich jetzt keine Upanishade im literarischen Sinn, denn die Upanishads wurden vor ein paar tausend Jahren geschrieben und Swami Shivananda ist nächstes Jahr, vor 50 Jahren hat er seinen Körper verlassen, also lebt im 20. Jahrhundert. Es ist auch nicht auf Sanskrit geschrieben, ist auch nicht ein Shloka-Versmaß oder einem Veda-Versmaß geschrieben, sondern einfach Englisch. Aber von den anderen Standpunkt aus ist es eine Sinns-Upanishaden. Es ist Essenz des Yoga in wenigen Worten. Es geht in die Tiefe. Und wir brauchen eine gewisse Demut gepaart mit dem Wunsch zu lernen, um davon zu profitieren. Und Swami Vishnu hat das gerne genutzt, indem er das Buch so genommen hat und dann einfach aufgeschlagen hat. Das will ich jetzt auch machen. Auf jeder Seite oder auf jeder Doppelseite gibt es zum einen ein Bild. Das kann vermutlich keiner sehen. Allerdings, der Falco kann es jetzt etwas näher rücken und der Eduard auch. Also wenn er nachher das nachschaut im Internet, könnt ihr es vielleicht sogar lesen. Dort steht Swami Shivananda, nur mit einem Dhoti, also einem Lendentuch bekleidet, und steht einfach so. Und jetzt kommen die Worte dazu. Never worry about what other people say or think. Do the right. Have a clear conscience and roam about happily. Mach dir keine Sorgen, was andere Menschen sagen oder denken. Tue das Richtige. Habe so ein gutes Gewissen und gehe glücklich durch die Welt. Mache dir keine Sorgen, was andere Menschen sagen oder denken. Das ist eine der großen Ursachen von Leiden. Man überlegt, was denkt der andere, was sagt der andere, was spricht er über mich und so weiter. Er sagt jetzt nicht, beachte überhaupt nicht, was andere sagen oder denken. Natürlich, als Menschen haben wir die besondere Gabe, mit anderen zu kommunizieren und dann müssen wir natürlich auch einbeziehen, was andere denken und sagen. Angenommen, wir hören überhaupt nicht zu, was andere sagen, wäre auch nicht das Richtige. Und natürlich wollen wir uns einfühlen in andere Menschen und natürlich wollen wir versuchen, mitfühlend zu sein. Und natürlich wollen wir auch Feedback haben, um irgendwo etwas zu lernen. Und natürlich wollen wir auch öfters mal andere um ihre Meinung fragen. Und natürlich, wenn man zusammen etwas macht, dann muss man auch die Interessen und die Anliegen von allen irgendwo berücksichtigen. Aber er sagt, mach dir keine Sorgen. Versteht ihr den Unterschied? Sie versuchen, sich einzufühlen auf andere, versuchen, geschickt mit anderen zu kommunizieren, versuchen, dass man gemeinsam etwas macht oder dass wir uns Sorgen machen. Es sind ja auch viele Yoga-Lehrer hier, viele Yoga-Ausbilder auch, viele Teilnehmer einer Yoga-Lehrerausbildung. Und viele, die ein Vorbereitungsseminar zu einer Yoga-Lehrerausbildung machen und viele, die gerade im Einführungsseminar sind und vielleicht überlegen, ob sie mal ein Vorbereitungsseminar zu einer Yoga-Lehrerausbildung mitmachen.
Natürlich auch solche, die diese Gedanken bisher nicht haben. Aber die Mehrheit ist irgendwo, es gehört zu einem dieser. Und Senioren-Übungsleiter, Yoga-Übungsleiter gibt es auch. Auch hier natürlich, wenn wir unterrichten, dann gilt es, wir wollen uns auf unsere Teilnehmer einstellen. Und natürlich unterrichten wir anders für fitte Senioren als für Senioren mit Einschränkungen. Und wir unterrichten Kinder anders als Schwangere und anders als Jugendliche. Also es gibt ein gewisses Einstimmen darauf. Nur, das Einstimmen hat auch seine Grenzen. Und es gibt dort an mehreren Stellen gibt's Grenzen. Ich kann mich mal erinnern, irgendwann mal waren Swami Nityananda mal bei uns zu Besuch im Westerwald, im Ashram dort. Swami Nityananda ist einer der Schüler von Swami Shivananda, der jetzt irgendwie 92 oder 93 Jahre alt ist. Jetzt reist er nicht mehr. Er war vor 2 Jahren mal hier und in seinen 80ern ist er noch öfters gereist. Und dort hat er mich irgendwann mal gefragt, warum machten ihr das hier? Und dann habe ich gesagt, die Teilnehmer mögen das. Und dann hat er gesagt, und wenn die Teilnehmer Kinofilme mögen, dann gibt es auch Kinofilme. Und wenn sie einen Fernseher wollen, gibt es auch einen Fernseher. Und dann hat er noch gesagt, geht nicht zu weit, um zu tun, was die Teilnehmer wollen. It's a Yoga Ashram. Also das gilt es auch als Yoga-Lehrende öfters zu berücksichtigen, dass wir aufpassen, es bleibt Yoga. Oder natürlich ein weiteres Beispiel. Man wird nie alle glücklich machen können. Man wird die Yoga-Kurse so ausrichten, dass die Mehrheit eine schöne Erfahrung hat und manche tief im Inneren berührt sind. Und manche wirklich zu ihrem spirituellen Kern kommen und manche irgendwo sich öffnen für eine höhere Wirklichkeit. Manche einfach nur keine Rückenprobleme und Kopfweh mehr haben und manche einfach mehr Energie. Und manche einfach irgendwo Klick macht und sie wissen, wie sie ihre Entscheidung, auch eine ganz banale, treffen müssen, über die sie schon lange nachgedacht haben, weil sie Zugang finden zu ihrem Herzen. Aber nicht bei allen geht es so. Es gibt immer den einen oder anderen, der mag das eine oder andere nicht. Und auch hier muss man wieder aufpassen. Es gibt ja so eine... Irgendjemand hat mir das mal sowas erzählt. Und da musste ich nachher so richtig lachen. Das ist jetzt aber eine wahre Geschichte. Sagte einer, am Anfang hat er so die Yoga-Vidya-Grundreihe unterrichtet. Aber eigentlich nicht die, es war noch älter, noch eine andere Tradition. Also Shivananda-Yoga irgendwo unterrichtet. Dann kam irgend so ein Orthopäde und hat gesagt, Kopfstand könnte für manche nicht so gut sein. Kopfstand rausgenommen. Dann kam der Nächste und hat gesagt, ja, Vorwärtsbeugen im Nacken ist bei manchen nicht so gut. Kein Schulterstand mehr. Ja, und bei manchen, nächster Physiotherapeut, Rückbeugen im Nacken, bei manchen kann das Schwindelgefühle auslösen. Also Fisch weggelassen. Dann mit etwas Tempo in die Vorwärtsbeuge gehen, ist manchmal nicht so gut für den Rücken. Also Sonnengebet weglassen. Vorwärtsbeugen könnten in seltenen Ausnahmefällen beim Bandscheibenvorfall für den einen oder anderen mal schwierig sein. Man könnte zwar den Rücken gerade halten, aber das macht fast niemand. Also Vorwärtsbeugen weglassen. Und zum Schluss blieb dann nur noch übrig, Tiefenentspannung, aber mit Kissen unter den Knien und Nackenrolle im Nacken und dann langsam ein Bein heben, aber nur so weit wie vollkommen angenehm. Dann langsam senken, nur nicht zu schnell und nachher sich über die Erfahrungen austauschen. So weit kann es kommen, wenn man es jedem will recht machen. Und so müssen wir aufpassen, das Richtige zu unterrichten und dann zu wissen, wann ist das, was Menschen uns sagen, etwas,
worauf wir achten sollen, uns wertvolle Hinweise gibt, an denen wir wachsen können, wo wir viel lernen können und wann ist etwas, wo wir sagen, danke. Dann sagt er, mache das Richtige. Das klingt jetzt so schön, oder? Mache das Richtige. Wer weiß, was immer das Richtige ist? Oder wer weiß immer, was das Richtige ist? Keiner? Das heißt, es gibt nur zwei Menschen, die immer wissen, was das Richtige ist. Eine können die selbstverwirklichten Heiligen sein und zum Zweiten die Fanatiker. Das eine sind wir noch nicht und das andere sind wir hoffentlich nicht. Und dann sind wir öfters in Zweifel. Was ist das Richtige? Weil auch ein Swami Shivananda sich mit seinen engen Schülern beratschlagt hat. Also anscheinend wusste er auch nicht immer das Richtige. Aber das ethisch Richtige. Aber in vielen Fällen wissen wir nicht, was das Richtige ist. Dann gilt es, es zu tun nach bestem Wissen und Gewissen und nachher Gott darzubringen. Das ist ja dann die Essenz der Bhagavad Gita, wo dem Arjuna den Krishna fragt, bitte hilf mir bei einer Entscheidung. Und Krishna erzählt ihm 700 Verse, mehrere Stunden lang, alles Mögliche. Und zum Schluss sagt er ihm, und jetzt mach, was du willst. Und gib die Vorstellung auf, dass du das Richtige machen kannst. Da war der Mann Parityacha. Übergib alles Gott. Dann wirst du keine Fehler machen. Ich werde dich von allen Sünden, Makeln, Fehlern befreien. Danach sagt er noch, aber erzähl das niemand, der nicht nach. Danach strebt, Gutes zu tun, anderen zu helfen, Gott zu dienen und nach Höherem zu streben. Nur denen, die Gutes tun wollen, an sich selbst arbeiten wollen, Gott dienen wollen, nach Höherem streben wollen, denen kannst du das erzählen. In diesem Sinne, wir bemühen uns, das Richtige zu tun. Und natürlich, damit wir das Richtige tun können, dürfen wir uns auch nicht bestechen lassen. Es gibt dieses sogenannte Aparigraha. Das heißt, keine Gefallen annehmen, die uns nachher in der ethischen Freiheit behindern. Dann können wir nach bestem Wissen und Gewissen das Richtige tun, können ein gutes Gewissen haben und glücklich durch die Gegend gehen. Roam about happily. Und jetzt den Brief, den er geschrieben hat am 1. März 1947. Also jetzt vor 65 Jahren. Das ist also ein Jubiläum des Briefs. Mityat Mrityacharis. Wozu sollte man Dreadlocks sich zulegen, ein Hirschfell und Kamandalu, oh ihr Dummköpfe. Schande über alle Scheinheiligen. Das ist jetzt eine sehr seltene Sprache von Swami Shivananda. Ich habe auch den Brief noch nicht gelesen. Ich war eigentlich der Meinung, ich kenne dort jeden Brief. In dir ist der Schmutz von Trishna, von Gier. Da ist so viel Unreinheit. Da stinkt es vor Stolz, vor Gier, Neid, Hass und Kleinkrämerigkeit. Ihr macht nur eine Erscheinung von Heiligkeit, um Menschen zu betrügen. Indem ihr andere betrügt, betrügt ihr euch selbst. Werdet wirklich rein und heilige im Inneren. Das muss er jetzt an eine Gruppe von Menschen gerichtet haben, die äußere Anzeichen von
die sich so gekleidet haben wie Yogis. Also hier seht ihr so Shiva, wie er dort da sitzt. Dort kann man dann solche netten Haare sich machen lassen. Außerdem kann man dort so einen Bettelnapf dort neben, so einen klassischen, kann sich dann auf irgendein Hirschfell setzen. Da gibt es auch so Darstellungen, wie Yogis darauf sitzen. Übrigens nicht Hirsche, die getötet worden sind, sondern die von selbst verendet sind. Und dann scheint man so, als ob man ein großer Yogi sei. Und so kann man sich noch vieles anderes einfallen lassen, was man macht, um scheinheilig zu erscheinen. Äußere Merkmale. Und die äußeren Merkmale sind dort nicht von größerer Bedeutung. Wichtiger ist, was wir im Inneren tun. Und das geht so in etwa, auch wie vorher, wo er sagt, roam about happily. Das heißt, gehe freudevoll durch die Gegend, ohne dich zu viel Gedanken zu machen, was andere über dich denken oder was sie über dich sagen. Du brauchst auch nicht irgendwie probieren, dort irgendeine Scheinheiligkeit aufzusetzen. Du brauchst auch nicht irgendwie etwas zu behaupten, was du nicht bist. Sondern achte darauf, was in dir ist. Der sagt, der Schmutz von Gier. Also man ist irgendwo scheinheilig, wenn man so tut, als ob. Und in Wahrheit hat man große Gier. Gier nach Anerkennung, Gier nach was auch immer. Innere Unreinheiten, geht sogar bis zum stinkenden Schmutz von Stolz, von Neid, von Hass. All das kann man auflösen. Unreinheiten gibt es verschiedenster Art und insbesondere sagt er hier Stolz. Stolz heißt, da muss man aufpassen. Zum einen, das zu tun, was man für das Richtige hält, mit reinem Gewissen, ist eine Sache. Das andere wäre, zu stolz zu sein, um Ratschläge von anderen anzunehmen. Versteht ihr den Unterschied? Man kann das eine mit dem anderen verwechseln. Deshalb, wir wollen tun, was wir tun können, aber im Bewusstsein, wir können uns auch irren. Und das ist auch nichts Schlimmes, sich zu irren. Deshalb können wir ohne Stolz sein. Wir wissen immer, was ich gemacht habe, könnte auch falsch gewesen sein, von einem Standpunkt aus. Vom anderen Standpunkt aus weiß man, man kann sich nicht wirklich falsch entscheiden, weil man sich nur für das entscheiden kann, für das Karma da ist. Und wenn wir das wissen, können wir demütig sein. Und Jealousy, Neid und Eifersucht, ist auch etwas, was viele Menschen haben. Die denken ja, der andere braucht weniger zu tun als ich. Warum muss ich so viel tun und der andere tut so wenig? Der andere hat einen einfacheren Job als ich. Warum? Und der Nächste, der tut weniger als ich und kriegt mehr Anerkennung dafür. Und der Nächste hat mehr Geld ererbt. Der Nächste hat intelligentere Gene. Und der Nächste hat im Lotterie gewonnen und so weiter. Also wir können neidisch sein auf alles Mögliche. Sich gegen Unrecht mal zur Wehr zu setzen und zu engagieren, ist eine Sache. Und das empfiehlt ja Krishna durchaus in der Bhagavad Gita. Aber es ist eine andere Sache, einfach nur neidisch zu sein. Auch hier geht es wiederum, roam about happily. Gehe glücklich durch die Welt. Und das machen wir, indem wir nicht andere beneiden. Es gibt da so eine schöne Geschichte von einem armen Mann, der jeden Tag seinen Spaziergang gemacht hat durch einen Park im alten Indien. Und jeden Tag kam ein Minister dort vorbeigeritten auf einem großartigen Pferd mit einem golddurchwirkten Tuch unter dem Sattel.
Und er selbst hatte, und die indischen Männer waren früher ganz schön prachtvoll gekleidet, also auch golddurchwirkte Gewänder und alles, und Diamanten und Smaragde, 10 Ringe an den Händen und großartige Ketten und irgendeine besondere Kopfbedeckung. Und nach einigen Jahren wurde dieser arme Mann alt und kam aufs Sterbebett, und schließlich stand Bhatta auf dem Sterbebett, dass er nochmal den Minister sehen will. Und der Minister, der war dann neugierig. Wie kommt es, dass ein armer Mann mich zu seinem Sterbebett holt? Und dann sagte der Alte, ich wollte dir danken, fragte der Minister. Warum das? Ja, du hast mich so reichhaltig beschenkt. Und der Minister schaute dort und sagte, ich bin nicht für meine Großzügigkeit bekannt. Und dann sagte er, ja, du bist jeden Morgen an mir vorbeigeritten in all deiner Pracht. Und das war so schön anzuschauen. Und darüber habe ich mich jeden Morgen gefreut. Wer hat jetzt mehr von der Schönheit der Kleidung des Ministers? Der Minister oder der arme Mann, der zugeguckt hat? Der hätte auch neidisch sein können. Gut, oder hätte sich engagieren können, dass Unrecht abgestellt wird. Wäre vielleicht das Allerbeste gewesen. Aber jetzt von den nicht sozialkritischen Standpunkten aus. Statt neidisch zu sein, können wir uns mit einem anderen Menschen freuen. Und dann im Bewusstsein, jeder hat auch sein Päckchen mit. Und wenn man ganz ehrlich ist, wird man oft sagen, man will nicht wirklich tauschen mit jemand anders. Mindestens kann man sagen, das Karma habe ich hinter mir. Es gibt nämlich so eine Aussage, dass wir jede wichtige zwischenmenschliche und menschliche Erfahrung einmal gemacht haben müssen, bevor wir die höchste Verwirklichung erreichen. Und so könnt ihr euch immer freuen, wenn ihr irgendwas weniger Schönes erlebt habt, könnt ihr sagen, das habe ich hinter mir. Und wenn wir das tatsächlich mit so gut, wie wir es können, angegangen sind, ohne gegen Ethik verstoßen zu haben, dann, und wir es bewusst erlebt haben, dann haben wir es tatsächlich hinter uns. Daher brauchen wir nicht neidisch auf irgendjemandem zu sein. Gut, und dann steht da auch noch Hass. Ich hoffe, ihr versteht gar nicht, was Hass wirklich ist. Es scheint mir so, dass es ein bisschen aus der Mode kommt, und ich hoffe, ich täusche da, bin da nicht zu sehr getäuscht. Hass sollte das Einfachste sein, zu überwinden für einen Aspiranten. Mal sich über jemanden ärgern mag passieren, auch mal vorübergehend, sich irgendwo sauer auf jemanden zu sein und vielleicht sogar schlimme Gedanken zu haben, mag es Aspiranten geben, die das haben. Aber ein Hass ist was anderes, wirklich das, den anderen zerstören zu wollen und sein Leben darauf zu richten, und das über Jahre und Jahrzehnte. Sollte es nicht geben, braucht es auch nicht. Wenn wir uns bewusst machen, in jedem Menschen ist der göttliche Kern, jeder Mensch ist ein Instrument des Karmas letztlich und gibt mir die Erfahrungen, die ich brauche. Tief im Inneren meint es jeder Mensch gut, auch wenn er zum Teil in den Handlungen schlimme Sachen macht. Und wenn jemand objektiv Schlimmes tut und offensichtlich auch Schlimmes bewirken will, hat er meistens selbst schlimmste Erfahrungen gemacht. Ein Mensch, der eine gute Kindheit hatte, macht später nichts Schlimmes aus schlimmen Gründen heraus. Er kann Schlimmes machen aus guten Gründen heraus. Im Namen des Guten, im Namen der Religion machen auch gute Menschen Schlimmes. Wenn wir das erkennen, brauchen wir sie nicht zu hassen, sondern wir können versuchen, sie zu stoppen, aber nicht zu hassen. Sei von innen heraus rein und heilig von innen heraus.
darum geht es, das ist wichtig. Und von innen heraus heilig heißt, wir fühlen uns verbunden mit allen Wesen. Wir haben Liebe und Mitgefühl zu allen Wesen. Und selbst wenn jeder seinen Charakter hat und jeder seine Persönlichkeit und die Persönlichkeit auf verschiedene Weisen auch mal angeregt wird, ist das Grundgefühl, Mitgefühl und Liebe und der Wunsch, Gutes zu tun. Das ist saintly. Und was heißt rein? Rein heißt, Zugang zu finden zur eigenen Intuition. Rein heißt, durchlässig zu werden für eine höhere Kraft, die durch uns hindurchwirken will. Rein heißt, offen zu sein für Eingebungen, für Licht und dass göttliche Kraft durch uns hindurchwirken kann. Wir singen das Om Triambakam, die Nummer 800 im Kirtan-Heft. Wir wollen die Kraft dieser Heilmantras besonders richten für Elena, die eine Operation hatte. Und wir wünschen ihr gute Genesung. Und für Sandra aus Bielefeld, die im Krankenhaus liegt, wir bitten um Genesung. Triambakam yajamahe sukandim pushtivatanam purvarukam eva bandhanam mrityoram mukshiyamam utat Triambakam yajamahe sukandim pushtivatanam Ameva Bandhana Mrityora Mukshiyama Mutat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivadhanam Uravarukam Ameva Bandhana Mrityora Mukshiyama Mutat Om Sarvesham Swasti Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sakinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Makaschetuka Bhag Bhavet Asato Ma Satkamaya Tamaso ma jyotir gamaya mrityor ma mritam gamaya Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purnameva vashishyate Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. O anbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe, groß dir in Demut gebeugt. Sein ist dein Wesen, Wissen und Seligkeit. Allgegenwärtig bist du, allmächtig, allwissend. Im Innern aller Wesen wohnst du. Gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt, Vertrauen, Hingebung und Weisheit. Lege in uns geistige Kraft, Versuchungen zu widerstehen und Denken und Wollen zu beherrschen. Befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Lass uns dich erschauen in all den Namen und Gestalten. Lass uns dir dienen in all den Namen und Gestalten.
Lass uns alle Zeit deine Gedenken. Lass uns stets deine Herrlichkeit singen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein. Und lass uns in dir bleiben alle Zeit. Om Bola Satguru Shivananda Maharaj ki Jai. Om Bola Shivishnevananda Maharaj ki Jai. Wir stehen auf zum Arati, zur Lichtzeremonie. Wir wollen sie wie oft samstagabends im Dunkeln machen. So wirkt das Licht nochmals besonders stark. Und wer den Text noch nicht auswendig kennt, kann mindestens den Refrain rezitieren: Jai Jai Arati, Licht sei überall. Mata Shavita Tameva Tameva Vandusha Sagra Tameva Tameva Vidya Travinam Tameva Tameva Sama Mamadeva Deva Kalina Vasha Manasen Yeah.
In 2 Wochen beginnen die Feierlichkeiten für die 20-Jahres-Feiern von Yoga Vidya. Dort wird es in 80 verschiedenen Städten eine 20x20-minütige Yogastunde geben, wo die verschiedensten Praktiken, die wir bei Yoga Vidya lehren, jeweils 20 Minuten geübt werden. Dort könnt ihr bei 20 Minuten dabei sein oder eine Stunde oder alle, die fast die ganze 7 Stunden. Und das wird auch im Internet zu sehen sein. Und viele der Zentren haben auch Paralleltage der offenen Tür oder auch Zusatzprogramme. Also das wird eine großartige Feier sein. Da bildet sich dann auch wie so ein Energienetz und Kraftnetz. Also es rentiert sich dort zu diesem Tag, in einem der Yoga-Vidya-Zentren zu sein. Und danach gibt es die Feiern in der Nordsee und dann die Feiern im Westerwald und hier. Und da hier haben wir auch am 6.5. Tag der offenen Tür und die 20x20-Yoga-Stunde. Aber die Hauptfeierlichkeiten am 6. sind in den ganzen Stadtzentren. Und dann 10 Tage später in etwa sind sie dann hier mit von Mittwoch bis Sonntag, wo auch Musikfestival dabei ist und wir viele langjährige Besucher des Hauses oder Seminarleiter, Ausbildungsleiter eingeladen haben. Das ist eine ganz starke Kraftschwingung. Ihr findet draußen auf den Regalen so Informationen über die 20-Jahr-Feier. Auch gibt es Jubiläumsjournal, wo ihr eine Menge lesen könnt über die Geschichte von Yoga Vidya und wie es entstanden ist, könnt ihr euch kostenlos mitnehmen. Morgen früh könnt ihr entweder um 5 Uhr anfangen mit entweder Homa im Homa-Raum, also Feuerritual, oder um 5 Uhr im Shivalaya die Meditation. Oder es gibt die Teilnehmer der 4-Wochen-Ausbildung, haben um 6 Uhr ihre Meditation wie gewohnt. Ansonsten um 6 Uhr auch Pranayama hier, 7 Uhr Meditation, hier die Stille. Im Saraswati-Raum die geführte Meditation. Ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe.